Und jetzt wollen wir aber schauen, wie geht denn das jetzt weiter überhaupt mit dem Wetter? Dazu ist Karin Schmidt bei uns, unsere Wetterfrau. Ich grüße dich. Hallo. Grüß dich, André. Boah, hab ich heute gefroren. Meine Fresse. Ja. Also das fühlte sich heute echt an wie ein Wintertag. Ja, ist es auch. Bleibt das jetzt so? Also ja, es wird sogar noch ein Ticken kälter, morgen und übermorgen. Ja. Hm. Und natürlich kommt der Wind heute auch dazu. Es ist ja sehr kräftig. Ne? Also wirklich ein eiskalter Wind, ja, wirklich. Ja, schmerzt richtig an den Ohren, ja. Aber wie kalt war es denn heute überhaupt? Oder hat sich das denn durch den Wind nur noch kälter angefühlt? Ja, das fühlt sich dann kälter an. Also wir hatten so 2 bis 3 Grad so im Flachland. Ja, in höher gelegenen, so im Bergland hatten wir so bis -2 Grad. Aber der Wind macht es dann halt. Ne? Also wirklich eisekalt. Ich habe heute auch Mütze, Handschuhe, volles Programm angehabt. Also Fahrradfahren ist gerade kein Spaß. Also für mich nicht, nee. Du sagst ja, mit den Temperaturen geht es sogar noch ein bisschen weiter runter, aber bleibt denn auch dieser starke Wind oder lässt der nach? Nee, der lässt ein bisschen nach. Wir haben morgen dann noch so in der Nordhälfte von Hessen, da ist es noch windig und auf den Bergen kann es auch stürmische Böen geben. Wie ist denn das mit Leuten, die noch keine Winterreifen auf dem Auto haben? Kriegen die jetzt Probleme oder geht es noch? Eventuell, weil wir erwarten ja Schnee. Es hat in einigen Regionen, also auf der Wasserkuppe zum Beispiel, hat es schon geschneit. Und morgen wird es auch so, ich sag mal so am Nachmittag, könnte es dann so im Norden von Hessen und im Osten, kann es bis in die Niederungen schneien. Also zum Feierabendverkehr. Und die Autofahrer haben dann tatsächlich ein Problem. Ja. Oh Gott. Also wer kann, vielleicht morgen noch ganz schnell zum Reifenwechsel. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ja, weil der Winter kommt auf jeden Fall. Ja, ja. Morgen schon mal und übermorgen und dann wird es im Laufe der Woche wieder ein bisschen milder, sodass wir dann Freitag so bis 9 Grad über Null wieder haben. Ja. Worüber sprecht ihr denn heute bei Alle Wetter um 19.15 Uhr? Also unser Reporter, der Arne, der war auf der Wasserkuppe und hat unter anderem auch Lamas besucht. Das ist bestimmt sehr schön zu sehen. Ja, tolle Tiere übrigens. Und dann geht es natürlich um den Schnee, um den Regen. Und es ist ein Experte zu Gast bei uns, der uns noch ein paar Tipps gibt, jetzt speziell, wenn es also winterlich auf den Straßen in Hessen wird. Ja. Sehr gut. Wir schalten ein, 19.15 Uhr, Alle Wetter. Und dann kurz vor 8 sehen wir dann Karin Schmidt wieder mit dem ausführlichen Wetter nach der Hessenschau. Unbedingt. Sehr schön, wir sehen uns dann morgen wieder hier mit dem Wetter-Update.